Allah subhanahu wa ta'ala verwendet im ehrenwerten Koran an vielen Stellen sogenannte Amthal, also Gleichnisse. Diese Gleichnisse sind insofern herausragend, als sie eine offenkundige und mehrere versteckte Inhalte haben. Man kann sich aber die Inhalte nur dann erschließen, wenn man die Beispiele, so wie sie damals verstanden wurden, auch begreift. Daher soll das Seminar drei wesentliche Inhalte oder Ziele haben. Erstens, die wichtigen charakteristischen Beispiele für Gleichnisse im ehrenwerten Koran zu zeigen, wonach sie ausgewählt wurden und was ihre Besonderheit ist von der offenkundigen Bedeutung her. Zweitens, die erste übertragene Bedeutung herauszuarbeiten, die noch relativ klar und eindeutig ist. Und drittens, Besonderheiten herauszuarbeiten durch Vergleiche zwischen diesen Gleichnissen und anderen Stellen im ehrenwerten Koran, durch die der Sinn etwas abgewandelt werden kann. Das ist das Thema.